Bei ihrem Einsatz bekommen es Polizeioberkommissar Toni Gonzales und Polizeikommissar Michael Smolik jetzt mit einem vermissten Fall zu tun. Dabei kommen sie einer hinterhältigen Intrige auf die Spur. Hörst du? Komm. Kommt von da, ne? Die Polizei! Bist du oder was? Raus hier! Du kleine Ratte! Weg! Weg von ihm! Obwohl sich die Männer gegenseitig belasten, ermitteln die Beamten schnell. Auslöser des Disputs war ein Überfall auf eine junge Frau. Doch von der fehlt seitdem jede Spur. Um was geht's? Ich war hier im Park und wollte hier eigentlich einen Antrag machen. Und dann habe ich das Schwein gesehen, wie er die Fee, das ihre Schwester, vom Fahrrad gestoßen hat. Was? Und er wollte ihre Tasche klauen. Ja. Ich bin ihm natürlich direkt hinterher. Haben Sie das so? Wer sind Sie? Sie sind die Freundin. Ich bin deine Freundin. Ich haben bin Sie das so mitbekommen? Ich weiß nicht, wir haben uns ja verabredet und dann. Komme ich hier an und sehe. Glauben Sie denn kein Wort? Hände runter? Und dann habe ich einfach geprügelt. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Verdreht alles, nicht in die Finger kriegen. Ich mache hier einen Spaziergang durch den Park und da sehe ich, wie der über so ein junges Mädchen herfällt. Was? Die über vom Fahrrad schubst. Das ist die Schwester. Geklaut. Was ist jetzt mit Fee? Wo ist sie? Die muss da vorne noch liegen. Aufgrund der Schilderungen des Tatablaufs vermuten die Polizisten, dass das Opfer verletzt ist. Trotz der Suche müssen die Beamten auch ein Auge auf die beiden Männer haben, denn die geraten wieder aneinander. Okay, fassen Sie es mal bitte nicht an. Okay, also wie lange ist das denn her? Was ist mit Fee? Ich bin ihm hinterher. Hey, wo bist du? Okay, ja, soll ich mal, ich sag mal eh um Bescheid, ne? Du lügst hier! Geht ja auseinander jetzt! So, wir wissen jetzt nicht, wer gerade die Wahrheit sagt. Ist mir auch egal, wir müssen jetzt erstmal das Mädel finden. So, beschreiben Sie sie mal kurz. Ich muss eben eine Fahndung rausgeben. Meine Schwester, die ist blond, ist schmal. Für die Beamten hat die Suche nach der vermissten Frau oberste Priorität. Erst danach wollen sie die Personalien der zwei Männer klären. Toni Gonzales alarmiert über Funk einen Rettungswagen. Zur Unterstützung fordert er auch Verstärkungspolizisten und einen Spürhund an. Kannst du ihn vielleicht so ein bisschen beobachten? Ja. Weil wir haben im Moment zwei Tatverdächtige, wir wissen nicht genau, wer es war. Okay. Wir haben sagen, nichts zu tun hier. Ja, wissen wir noch nicht. Erstmal müssen wir in beide Richtungen ermitteln. Ja, dass du ihn so ein bisschen schach hast. Ich warte hier. Er ist sehr temperamentvoll hier. Sie beruhigen sich jetzt auch. Sie helfen mit bei der Suche. Nee. Das macht die Sache dann ein bisschen glaubwürdiger. Nee, wo bist du? Dass nichts passiert sein. Ja, wenn wir einen Suchhund anfordern, dann rücken wir ein bisschen in den Hintergrund. Der Hund übernimmt, ich sag mal, das Kommando, inklusive Hundeführer natürlich, weil wir wollen auch keine Spur kaputt machen, eine frische Spur irgendwie durch unseren Geruch verdecken. Der geht vor, wir gehen hinterher und sobald der Hundeführer uns das Kommando gibt, dass wir quasi an dem Hund vorbei dürfen, dann ja, gehen wir zu dem Ereignisort und übernehmen dann. Da liegt sie, guck mal. Toni, da liegt sie. Komm. Bleiben Sie mal zurück, bitte. Bleiben Sie mal zurück. Nee. Warum antwortet sie denn nicht? Ja, der Besatzung vielleicht auch. Hallo? Was ist denn los? Die Polizei? Ja, die scheint ein Unfallletzter sein. Was alles okay? Ist die Fee? Ja, sind Sie Fee? Alles gut. Nein, ich bin die Sonja Huber. Was okay. Sonja Huber? Ja, wir suchen hier. Das ist Ihre Schwester. Das ist nicht meine Schwester. Wo ist Fee? Und das ist Ihre Jacke. Warum ist da hier eine blutige Jacke? Warum nicht die Jacke hier? Nein, ich habe mich hier gesonnt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat die jemand verloren oder mein Hund hat... Und? Fee, wo bist du? Soll ich den mal rufen? Man kann sie ja nicht weit weg sein, oder? Dobby? Willst du ihn noch mal ranlassen? Dobby! Komm! In einer zweijährigen Ausbildung hat der Personenspürhund gelernt, die unterschiedlichsten menschlichen Gerüche zu unterscheiden. Zielgerichtet bringt er so die Ermittlungen weit voran. Dennoch wird der Fall noch eine unvorhersehbare Wende nehmen. Fee! Alles gut? Polizei ist hier. Die Polizei ist hier. So, Sani ist hier. Sani, kommt her. Machen Sie mal Platz bitte für die Sanitätskräfte. Alles okay? Hallo? Hallo, sind Sie an? Was passiert ist? Ja? Okay. Ja, ja. Das ist Ihre Schwester, ja? Direkt die Schere einmal bitte aufschneiden. Okay, sagt ihr uns Bescheid, ob wir Sie mal befragen können, weil das ist. Alles gut, alles gut. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Irgendwo Schmerzen. Ja, lassen Sie erstmal die Rettungskräfte machen. Dann ist jetzt erstmal Schock die erste Priorität. Alles sind schlecht. Super gemacht. Okay, ganz ruhig. Erstmal durchatmen.
Wir sind da, um zu helfen. Jetzt passiert dir nichts mehr, okay? So, können Sie uns denn parallel Fragen beantworten? Ist das okay? Was ist denn passiert? Ich wurde überfallen. Überfallen? Von zwei Männern. Von zwei Männern? Wir haben nämlich zwei zur Auswahl. Was von zwei Männern? Ja, die beiden. Die zwei zusammen? Also Hände aus der Tasche. Jochen hat mich vom Fahrrad geschubst. Was? Sag mal, was erzählst du für Schwachsinn? Okay, Sie sagen, es waren beide, ja? Haben Sie das verstanden? Ja, warum beide? Okay, Toni, mach mal bitte die Abfrage. Ich will jetzt mal wissen, ob die beide sauber sind, ja? Beide Männer können sich nicht ausweisen. Die Beamten fragen ihre Personalien deshalb nur anhand der genannten Namen ab. Doch beide sind nicht polizeibekannt. Nach der brisanten Aussage der Geschädigten rückt der Freund ihrer Schwester in den Fokus der Ermittlungen. Seit Wochen schickt er mir Nachrichten über Messenger, schickt mir anzügliche Bilder und sagt, ich soll irgendwas mit ihm anfangen, aber ich bin nicht drauf angesprungen, weil er halt der Freund meiner Schwester ist. Okay. Er wollte aber heute auch einen Antrag machen. Ja, hier, ne? Was sagen Sie dazu? Total lächerlich. Wir haben über Kinder geredet und jetzt auf einmal... Okay, könnt ihr deswegen beweisen? Ich habe hier alles drauf. Was haben Sie drauf? Was haben Sie denn drauf? Sie hat mir Nachrichten geschickt. Von Anfang an, seit ich mit ihr zusammen bin, will die was von mir. Und jetzt, sie hat mich sogar gestalkt. Warum sollte sie das tun? Warum sollte sie das tun? Dann zeigen Sie es bitte mal. Müssen sogar Unterwäschefotos drauf sein. Okay, das können wir ja gleich feststellen. Keine Ahnung, es ist nichts mehr da. Wie ist nicht mehr da? Das wirkt aber schon so ein bisschen die muss den Verlauf gelöscht jetzt haben. Jetzt auf einmal weg. Ich war vor zwei Tagen, war ich noch bei ihren Eltern und hab's zum Aufladen in die Küche gelegt. Also die muss es gelöscht haben. Das klingt schon sehr unglaubwürdig. Ja. Also es war aber so. Okay. Die Fotos hat sie Ihnen geschickt. So durchtrieben. Die macht aber so süß. Das ist doch ein modernes Handy. Haben Sie da nicht irgendwie so eine Cloud oder so? Die haben doch bestimmt eine Cloud drauf. Ja. Durch die Cloud kann man doch die Bilder irgendwie wieder erkennen oder wiederfinden. Das wäre jetzt wichtig. Ja? Dann schauen Sie doch mal. Sie haben da bestimmt eine App drauf. Die Cloud-App oder so. Da. Was? Also ja, weiß ich, erkenne ich sie aber jetzt nicht. Jetzt, okay. Ja, das ist ihre Schwester. Warum, ich hab's doch gesagt. Darf ich mal einmal kurz? Ich hab's dir doch gesagt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Fee! Warum schickst du sowas? Was ist das jetzt hier für ein komischer Sachverhalt? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Jetzt klären Sie mal bitte hier auf, die ganze Zeit dieses Hin und Her. Ja, jeder erzählt dir was anderes. Ich wollte es dir nicht sagen. Jetzt darf ich das einmal aber warum schickt sie das so was? Ich jetzt ist Ihnen schon klar, dass es strafbar ist, was Sie da gerade tun, oder? André, falsch verstanden. Wieso bist du eigentlich mit ihr zusammen? Hast du sie mal? Zu jung für mich. Hast du sie dir mal eigentlich angeguckt? Ich liebe nur sie. Ich will sie heiraten. Ich wollte ja eben einen Antrag machen. Musst du alles kaputt machen? Ich habe ihm die Bilder geschickt. Warum hast du nicht mit mir geredet? Weil ich nicht konnte. Okay, ich würde ganz gerne mal wissen, warum Sie dann sagen, dass er Sie vom Fahrrad geschubst hat. Das interessiert mich. Wurden Sie vom Fahrrad geschubst? Ich wurde vom Fahrrad geschubst, aber nicht von ihm. Und warum jetzt? Entschuldigung. Alles gut. Und sondern? Ich wollte ihm das in die Schuhe schieben, weil er mir mehrere Mal eine Abfuhr erteilt hat. Und deswegen wollten Sie ihm das in die Schuhe schieben, um ihn dann wiederzubekommen, oder? Ich weiß also, nicht, irgendwie hat Entschuldigung, wenn ich so blöd nachfahre, aber ich kann da irgendwie nicht folgen. Für mich ist das schon ziemlich dämlich. Da das Opfer den älteren Mann der Tat bezichtigt, durchsuchen ihn die Polizisten. Anhand des dabei sichergestellten Ausweises wird klar, dass er sie zuvor bei den Angaben zu seiner Person belogen hat. Laut Abfrage ist er bereits wegen Körperverletzung vorbestraft. Was ist hier Phase? Ich kann mir halt die Miete nicht leisten. Ich bin ohne Arbeit und irgendwie muss es ja mein Leben finanzieren. Und dann? Naja, dann raube ich halt Frauen aus. Mein Gott, ja. Handtasche ist immer Geld drin, Gentleman. Handy. Schön. Und so, ja. Muss mich ja irgendwie bezahlen, oder? Ist ja nicht so, als würde es andere Wege geben, um Geld zu kommen. Ja, arbeiten zum Beispiel. Ja, du findest doch nichts mehr hier, ey. Das ist kein Kavaliersdelikt, junge Frauen im Park auszurauben. Nimmst du die mal mit? Die haben es doch nicht anders verdient. Ja, genau. Ja, wir haben hier mal wieder einiges an Straftaten. Also zu Beginn eine wechselseitige Körperverletzung. Wir haben, bevor wir da waren, natürlich diesen versuchten Raub zum Nachteil hier der kleinen Schwester.
Von der kleinen Schwester haben wir natürlich falsche Verdächtigung, das ist auch eine Straftat, das ist ein Antragsdelikt, muss man dann im Nachhinein überprüfen, ob der zukünftige Schwager darauf besteht, ob er Anzeige erstatten will, aber erstmal steht das im Raum. Der Tatverdächtige, der letztendliche Raubtäter, hat sich auch eine Ordnungswidrigkeit schuldig gemacht, nämlich Angabe von falschen Personalien, das wird auch geahndet. Ja, da kommt einiges zusammen auf die Person. Dir geht's gut? Ja. Wie gesagt, nur die Socken sind nass. Sehr gut. Es wird klar, dass der Täter nicht flüchtete, um den Verdacht nicht auf ihn zu lenken. Beide Männer erhalten eine Anzeige wegen Körperverletzung, der Täter zusätzlich wegen Raubes. Die falschen Angaben zu seiner Identität sind eine Ordnungswidrigkeit. Das Opfer muss sich wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschens einer Straftat verantworten.